Ja, René, 4-1 heute Sieg der Steelers gegen die Lausitzer. Ich denke, das Spiel war weitaus spannender, wie das Ergebnis von 4-1 am Schluss dann auch auf dem Tableau steht. Oder was meinst du zum Spiel? Ja, ich denke, beide Trainer haben das ganz gut analysiert. Es war ein spannendes Spiel, zwei super Mannschaften, die momentan beide heute mit einer super Form auch gespielt haben. Das ist vielleicht auch das, was momentan im sportlichen Bereich die Liga ein bisschen auszeichnet, wenn man sich auch heute die anderen Ergebnisse wieder anschaut. Frankfurt, die 4-1 zu Hause führen gegen Freiburg, dann 4-5 verlieren. Es ist einfach alles möglich und am Ende sind es halt auch im Spiel mal ein paar Minuten, wo eine Mannschaft sich ein bisschen vortut, am Ende die entscheidenden Tore macht und dann sicherlich am Ende auch verdient gewinnt halt. Genau, und ja, am Ende sind die Playoffs, die jetzt auch bald losgehen. Viele wünschen sich natürlich hier endlich diesen sportlichen Auf- und Abstieg. Frage, wie sieht es denn da aus, zwecks den Bürgschaften von den 6 Standorten und traust du zu, den Steelers in der DEL eventuell mal zu bestehen? Ja, also zum einen ist natürlich das bestimmende Thema für uns als Liga, der 31.3. Das ist die Deadline, wo wir die zweite Chance nutzen wollen, um eben den Auf- und Abstieg einzuführen. Wir haben es mehrfach betont. Ich glaube, die Liga braucht unbedingt diese sportliche Verzahnung. Auch solche Clubs eben wie Bietigheim, wie Frankfurt, sicherlich wie Kassel, vielleicht Ravensburg, um eben wirklich diesem Sport auch einen entsprechenden Wert zu geben und eben auch Perspektive zu bieten an diesen Standorten. Insofern ist das momentan wieder eine schwere Arbeit. Ich glaube, da brauche ich auch kein Geheimnis zu erzählen. 6 Clubs mit jeweils einer Bürgschaft von 816.000 Euro auszustatten. Das bedarf unheimlich viel Arbeit an den Standorten vor allem, weil die Clubs müssen dafür arbeiten. Ich bin unterstützend mit tätig, habe viele Gespräche auch in den letzten Wochen geführt und wir kommen dem Ziel näher. Wir sind noch nicht durchs Ziel, aber ich hoffe und glaube, dass wir eben jetzt die verbleibenden 2 Monate nutzen können, um eben dann am Ende die Unterlagen ordnungsgemäß abzugeben. Hoffnung habe ich, bin da auch positiv gestimmt, aber wie gesagt, noch sind wir nicht durchs Ziel. Was Bietigheim angeht, erzähle ich, glaube ich, auch keine Geheimnisse. Ich glaube, der Standort ist insgesamt sehr, sehr gut aufgestellt, infrastrukturell. Das Stadion ist top und ich glaube, das, was hier seit Jahren an Arbeit geleistet wird, sportlich wie auch wirtschaftlich, ist aller Ehren wert und ich glaube, man ist da auf einem guten Weg, definitiv ein verdienter Kandidat eben auch für die DEL zu sein und man sieht es an Bremerhaven aktuell, was ein Zweitligist, der aufsteigen kann, eben da oben auch anrichten kann. Wenn man die Ergebnisse sieht, wirklich auch gegen Top-Teams der DEL, wie die sich schlagen und das muss man ehrlich sagen, das traue ich jedem Spitzenteam der DEL 2 zu und damit sicherlich auch den Steelers. Danke, René. Die nächste Frage wäre, ja, alle Teams haben ja jetzt mittlerweile Spray-TV, die Liga hat sich entwickelt. Wie siehst du denn den Stand der DEL2 und ja, siehst du da auch noch weitere irgendwie Vermarktungsmöglichkeiten oder wie hat sich so die Liga insgesamt entwickelt? Ja, ich glaube, das hat man jetzt die letzten 2 Jahre immer wieder auch betont. Ich glaube, die Liga hat sich in den letzten 3, 4 Jahren an den Standorten gut weiterentwickelt. Man sieht das an den Zuschauerzahlen. Letztes Jahr Rekordzahlen, Umsatzzahlen der Clubs, Rekordzahlen letztes Jahr. Insofern, glaube ich, hat man da wirklich Schritte gemacht. Der Sport ist so spannend wie eigentlich selten, auch dieses Jahr wieder. Wenn man sich die Überraschungsteams auch anschaut, weiß, was er heute gesehen hat, das, was die in den letzten Spielen gezeigt haben, aber auch Kaufbeuren, Freiburg, unser Aufsteiger Bayreuth, der super in der DL2 angekommen ist und da wirklich gut mitspielt. Ich glaube, das alles in Summe gibt ein positives Bild ab. Das ist wichtig für uns. Natürlich erhoffen wir uns weiteres Potenzial, aber wir sind natürlich auch in gewisser Weise begrenzt, weil wir eben eine zweite Liga sind und ich sag mal, unser Sport momentan noch nicht die Belohnung findet, wie wir eigentlich ja, es verdient hätte. Und insofern ist auch für die Gesamtentwicklung, um dieses Level zu halten und dieses Level auch weiter zu steigern, was sicherlich geht, unheimlich wichtig eben, dass wir auch den sportlichen Wert dazu bekommen. Und dann glaube ich schon, dass auch die DEL2 noch viel Potenzial in den Standorten hat. Bevor wir dann auch die Presse mit einbeziehen mit Fragen, zum Abschluss noch eine Frage, was auch viel unter Fans diskutiert wird, diese Regelung unter 23 Spieler, über 24 Jahre alte Spieler. Gibt es da ja Gedankenspiele, dass die in Zukunft eventuell wegfällt, verändert wird?
Ja, also das Thema ist definitiv momentan im Gespräch, noch nicht final. Deswegen sind wir ein bisschen noch zu zeitig, um ein Ergebnis genau zu sagen. Aber es wird sicherlich in den nächsten Tagen dazu kommen. Das heißt, wir haben das analysiert, die U24-Regelung. Wir werden uns sicherlich nicht ganz der Nachwuchsarbeit verschließen, allerdings sinnvoller Nachwuchsarbeit. Wir haben festgestellt, dass durch diese zwanghafte Verpflichtung, ich sag mal, auch Spieler dort zumindest auf den Spielbericht noch mitzusetzen, um die Mannschaft voll zu machen, durchaus das ein oder andere an Potenzial an jungen Leuten auch verloren geht und eigentlich der Wettbewerbsgedanke auch innerhalb der Mannschaften nicht 100% so erfüllt wird. Das heißt, wir sind dort am Feinjustieren, sodass wir davon ausgehen oder ich davon ausgehe, dass wir in der Regelung eine Lockerung finden. Die soll allerdings nicht zu Lasten der jungen Leute sein, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass die entsprechendes Talent mitbringen, sich auch weiterhin in den Mannschaften einfinden, vielleicht sogar eher in den Mannschaften, wo sie wirklich die Rolle spielen können, um sich weiterzuentwickeln und eben nicht in Mannschaften, wo man sie sicherlich aufgrund der Anzahl der Spieler benötigt, sie aber dann vielleicht nicht die notwendigen Eiszeiten bekommen, weil alles Entscheidende ist letztendlich für den deutschen Eishockey-Nachwuchs, dass man wirklich Eiszeit bekommt, dass man auch eine wichtige Rolle auf dem Eis spielen kann. Und da ist für uns, glaube ich, für die Zukunft der Wettbewerbsgedanke viel wichtiger als verpflichtende Lizenzbestimmungen, die dem vielleicht auch ein bisschen entgegenstehen. Ja, also so auf die Art, Qualität setzt sich sowieso durch, egal welchen Alters. So muss es sein, ja. Okay. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ich werde dann das Mikrofon auch an denjenigen weitergeben. Alle Fragen beantwortet. Dann René, wir danken dir für deinen Besuch. Ich hoffe, es hat dir heute Spaß gemacht hier in Bietigheim und vielleicht sehen wir uns ja dann in den Playoffs auch mal wieder hier. Bis dahin, dir auch ein schönes Wochenende. Mach's gut. Ade. Ciao.